Traumjob Influencer. Stellt euch vor, statt morgens ins Büro zu gehen und für irgendeine Firma einen 9-to-5-Job zu arbeiten, steht man morgens einfach auf, hält die Kamera ins Gesicht und filmt sein Leben. Filmt seine Activities, seine Freunde, seinen Partner und vielleicht sogar seine süßen Kinder. Man lebt einfach sein normales Leben und hält das Ganze in Form von einer Instagram-Story oder einem YouTube-Vlog fest und dazwischen packt man ein paar Rabattcodes in die Story und schon ist das Geld verdient. Dein Leben ist dein Content. Was kann es Schöneres und Leichteres als das geben? Doch hast du dich jemals gefragt, welche Auswirkungen sowas auf dein Leben oder dein Umfeld haben kann, wenn dein Privatleben Bestandteil deines Contents oder deiner Brand ist? Das war ja alles echt. Das ist ja auch das Verhängnis, weil die Leute wissen wirklich alles über mich, weil ich einfach alles immer erzählt habe. Bei mir zu Hause, wir wissen, wie meine Mutter ist, wie meine Brüder aussehen, wie meine Freundin, was sie gerne isst, wo wir rumgehangen haben, wo wir wohnen. Unternehmerisch sehe ich es als super krasse Gefahr und so wie bei mir, war alles krass miteinander verbunden. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich nichts mehr von meiner Familie, nichts mehr vom Bauernhof und generell auch erstmal lange, lange Zeit nichts mehr von irgendwelchen Vlogs oder so hochladen werde. Zusätzlich habe ich auch Videos zum Beispiel, Instagram-Fotos zum Beispiel so zum Thema irgendwie Beziehung oder sehr intime Fotos, habe ich sehr viele Fotos runtergenommen. Es ist mir zu viel geworden. So, ich musste mir ein Stück meiner Privatsphäre zurückholen. Also mein Leben war ein Glas. You guys, I want to take a year off the internet. It's just not worth it. Ein vermeintlicher Traumjob mit einem sehr hohen Preis. Einfach die Kamera oder sein Handy in die Fresse halten, drauf losfilmen und dann auf die große Followerschaft oder das Influencer-Money hoffen. So leicht ist es dann doch nicht, denn sonst würde es vermutlich jeder machen. It seems like anyone could do this. I live a normal life, why don't I just pull out a camera and make some videos? But for every one that made it, there are 10, 100, 1000 that didn't. Zumal der normale Alltag von Leuten wahrscheinlich viel zu langweilig wäre. Also wenn ich euch jetzt jeden Tag den ganzen Tag mitnehmen würde, dann würde jeder Vlog von mir einfach identisch sein. Ich würde morgens aufstehen, Kaffee machen, zum Office fahren, an meinen YouTube-Videos arbeiten und dann wieder heimfahren. Jeden einzelnen Tag. Weil so sieht nun mal mein Alltag größtenteils aus. Gut, das würde natürlich kein Schwein auf Dauer gucken. Und so schaut man natürlich, dass man sein Leben für die Kamera interessant gestaltet. Was kann ich unternehmen für Content? Wen kann ich treffen? Was ist der Titel? Was ist mein Thumbnail? Was kann ich erzählen in meiner Story, damit es für die Leute interessant ist? Also rattert man tagtäglich, jeden Tag, wie man seinen Alltag möglichst spannend machen kann. Just coming up with ideas is hard. Yeah. Like almost strenuous. Ein Kampf um Aufmerksamkeit und Views. Der Algorithmus bzw. die Algorithmen müssen ununterbrochen gefüttert werden. Und so fängst du langsam an, dein Privatleben so zu gestalten, dass du daraus guten Content machen kannst. Oder du lässt deine Zuschauer an deinen intimsten Momenten teilhaben. Noch einmal hinterher, Max. Noch einmal hinterher schieben. Weil das ist ein wichtiger Moment in deinem Leben und dein Leben ist nun mal dein Content. Private, intime Momente, die man mit seinen Ängsten erlebt, erlebt man dann nicht mehr in Zweisamkeit, sondern in 2,5 Millionenkeit. Nee, das geht ja schon im Kreislauf los, dass die Männer, wenn das Kind geboren ist, anstatt den Augenblick jetzt zu dritt zu genießen, wird erstmal das Handy gezückt, ein Bild gemacht und rausgelaufen. Finde ich eigenartig. Das ist ja das Intimste und Privateste, überhaupt ein Kind zu bekommen. Ist ja total intim, auch dieser Moment. Warum muss man das mit der ganzen Welt teilen? Man verhält sich ja auch meistens anders, wenn man weiß, dass eine Kamera dabei ist, die einen filmt. Also man hat zum Beispiel ein bisschen mehr Spannung vor der Kamera oder man verhält sich einfach ein bisschen aufgedrehter oder dramatischer, als wenn keine Kamera dabei wäre. Und so werden die intimsten und realsten Momente des Lebens auch nur so semi-real. Sein privates Leben als Content-Schwerpunkt zu haben, birgt jedoch noch eine andere Gefahr mit sich. Work-Life-Blending bedeutet, dass die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit verschwinden. Studien haben herausgefunden, dass Arbeitnehmer, die keine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit machen, unausgeglichener und erschöpfter waren. Arbeit und Privatleben zu trennen ist wichtig für die allgemeine Gesundheit. Denn wenn wir es nicht trennen, nehmen wir uns seltener Zeit zum Ausruhen und zum Auftanken und dadurch kann der Stresspegel ansteigen. Und das kann zu psychischen Problemen wie Depressionen, Angstzustände oder körperlichen Beschwerden führen. Daher finde ich es umso wichtiger, sich Zeit für Aktivitäten und Hobbys zu nehmen, die uns auch von der Arbeit abschalten lassen. Und ich glaube, so Hobbys wie Malen zum Beispiel ist perfekt dafür. Guck mal Leute, diese Acrylbilder habe ich neulich als absolute Anfängerin, die wirklich
keinen Plan davon hatte, selbst gemalt. Und zwar mit der Hilfe von Skillshare. Skillshare ist eine Online-Lernplattform mit tausenden von Online-Kursen, die dir dabei helfen, neue Fähigkeiten und Hobbys zu erlernen. Es gibt eine riesen Auswahl an Kursen, wie zum Beispiel Grafikdesign, Fotografie oder eben bildende Kunst. Ich habe für diese Bilder übrigens den Kurs von der Illustratorin Kat Coquillet zur modernen Acrylmalerei besucht. Ich finde, sie hat das so geil aufgebaut, Leute. Wirklich von den Utensilien, die man braucht, bis zu den verschiedenen Acrylmaltechniken und Color Mixing, zeigt sie einem wirklich alles, was man braucht, um sich auch nach dem Kurs kreativ auszutoben. Wirklich so geil, Leute. Ich habe richtig Bock, noch mehr Bilder zu malen jetzt. Alle Kurse gibt es übrigens mit deutschsprachigen Untertiteln, aber es gibt auch deutschsprachige Kurse, wie zum Beispiel den Kurs von Peter Brockhammer, wie man mit Procreate seinen eigenen Character Design und Illustrationsstil entwerfen kann. Es ist wirklich für alles mögliche ein Kurs dabei, deswegen probiert es am besten selbst aus. Nämlich mit meinem Link in der Beschreibung erhalten die ersten 1000 Personen, die sich darüber anmelden, einen kostenlosen Probemonat auf Skillshare. Kommen wir zurück zur Wichtigkeit der Trennung von Arbeit und Privatleben. Leute fragen mich oft, warum ich nicht einfach von zu Hause arbeite und stattdessen monatlich Geld dafür zahle, wirklich am anderen Ende der Stadt in einem Office zu arbeiten. Aber ich sag's euch, Leute, diese räumliche Trennung hat so viel mit meinem Wohlbefinden gemacht. So lasse ich nämlich meine Arbeit im Office und kann zu Hause komplett abschalten. Dieses richtige Abschalten stelle ich mir aber schwierig vor, wenn du konstant trotzdem dein Leben filmen musst. Also zum Beispiel filmen dann diese Influencer ja, wie sie Yoga in Zeitraffer machen oder meditieren oder so. Und dann selbst da schon wieder keine Trennung zwischen Arbeit und Privatleben herrscht. Und diese Art des Contents ist nicht nur toxisch für den Creator, sondern auch für sein Umfeld. Die Grenzen zwischen Privatleben, Content und Business schwinden immer mehr. Und so wird deine Beziehung im schlimmsten Fall nicht mehr zu einer Herzensentscheidung, sondern kann zu einer Businessentscheidung werden. Wir machen doch schließlich inspirierenden Couple-Content. Ich kann doch jetzt nicht mit meinem Partner Schluss machen, weil dann fällt einfach meine Einkommensquelle weg. It's extremely toxic because it's like your career is based upon you guys being a family. So if there is no family, there is no job, there is no money, everything is just gone after that. So even if they were like just hypothetically really unhappy, it's like they're not even staying together for the kids, they're staying together for the camera. Und so bleibt man auf Zwang zusammen, denn der Erfolg, das Business, beruht ja schließlich darauf. Aber Leute, nicht nur bei Family-Vloggern, es leidet jegliche zwischenmenschliche Beziehung darunter. The fact that I wanted to work on my friendship and family relationships a little bit more without having to shove a camera in everybody's face. Aber viele Influencer, die schon sehr lang da drin sind, sehen diese Grenze irgendwann nicht mehr. Es wird fast wie eine Pflicht, alles im Leben mit der Community zu teilen. Und dieses konstante Mitteilungsbedürfnis bei jeder Kleinigkeit. So, oh, ich muss jetzt meine Kamera rausholen und das filmen. Oh, ich muss jetzt eine Instagram-Story machen und das festhalten. Es wird halt wahnsinnig schwer, den Moment zu genießen, wenn man dauerhaft denkt, ich muss das jetzt auf Kamera schön festhalten. Ein innerer Zwang, der sich niemals ausstellen lässt, stellt euch dieses Gefühl mal vor. Ein Leben, das super schön vor der Kamera aussieht, aber mehr auch nicht. Ob bei Travel-Couples, klassischen Instagram-Influencern oder Family-Vloggern, es geht vor allem darum, die heile Welt zu zeigen. Alles positiv, alles schön, wir führen ein glückliches Leben. Überraschung, Leute, kein Leben ist perfekt, obviously. Nur, dass die Tiefs halt meistens nicht gefilmt werden. A lot of stuff goes on that we don't record, of course. Because we only want to show the positivity and awesomeness of our vlogs. And we don't show a lot of the hardships of our vlogs. So everybody thinks everything's perfect, that we have a perfect life. And it's really not at all what people sometimes think. Everybody has problems, everybody has issues, and we choose not to put that in the videos, usually. Das kommt für euch jetzt sehr plötzlich, aber... Nein, Quatsch. Ja, es ist nicht plötzlich, es ist wie gesagt schon länger so, dass es nicht mehr so gut läuft. Natürlich zeigt man das so auf Instagram nicht, ne? Man erzählt ja nicht, wann man streitet, wie oft man streitet, weswegen man sich nicht gut versteht und so. Deswegen waren wir auch alle so überrascht wegen Bibi und Julienko, weil es nach außen immer so aussah, als wäre alles perfekt. Und so entsteht die Illusion des perfekten Lebens. Und was macht es mit den Zuschauern? Na klar, Leute, das Gleiche, was die ganzen Instagram-Filter mit einem machen. Die Zuschauer fangen an, ihr Leben mit dem Leben ihrer inspirierenden Influencer zu vergleichen. Aber das Problem daran ist, dass es die Instagram-Version ihres Lebens und nicht ihr echtes Leben. Und durch den
konstanten Vergleich machen wir uns auf Dauer nur selbst unglücklich und unzufrieden. Gut, aber so wie jeder Influencer selbst entscheiden kann, wie viel Privatsphäre er teilt oder nicht, kann natürlich auch jeder Zuschauer entscheiden, was er da präsentiert haben will. Aber es gibt eine Partei in diesem Kosmos, die das nicht entscheiden können. Du und dein Partner, ihr seid schon super lange Lifestyle-Influencer, haltet eh schon euer ganzes Leben fest, bekommt nun Kinder. Wenn du dein Leben oder sowas zeigst, kannst du das gar nicht verhindern, dass das passiert. Und wenn man aber da auf den Trichter kommt und quasi, also ich verstehe, wie groß die Verlockung in so einem Moment sein kann, dass man sagt, so, das können wir monetarisieren, das ist unsere Chance. Schwanger zu werden und dann Hashtags wie Hashtag MomLife oder Hashtag MomToBe in seine Bio zu klatschen, ist mittlerweile eine lukrative Branding-Möglichkeit für einen Influencer. Über die Schwangerschaft baust du ja quasi 9 Monate lang organisch eine richtige Geschichte auf. Die hat einen Knall, ein Highlight am Ende quasi. Und also Storytelling Deluxe. Genau. Schwangerschaft als neuer Geschäftszweig. Influencerinnen als lukrative Werbefläche. Was jedoch noch lukrativer ist, sind die Kinder auf Social Media. Es gibt tatsächlich auch so Meinungsforschungsinstitut-Studien, dass Beiträge mit Kindern unter 13 Jahren tendenziell 3-mal besser ankommen als Beiträge ohne Kinder. Wenn man sich zum Beispiel die Liste der reichsten YouTuber der Welt anschaut, findet man zwischen Logan Paul, MrBeast und PewDiePie zum Beispiel ein 9-jähriges Mädchen mit einem Nettovermögen von 28 Millionen Dollar und einen 12-jährigen Jungen mit 27 Millionen Dollar. Seine eigene Privatsphäre dafür aufzugeben, ist eine Sache, aber die Privatsphäre von Kindern ist natürlich was anderes. Aber natürlich gibt es auch einige Influencer und Blogger, die Family-Content machen und ihre Kinder nicht zeigen. Aber was ist mit den Kindern, die mit einer Kamera in der Fresse aufwachsen? Die Kinder werden dann bei Family-Bloggern oft Content-Mittelpunkt und das scheint auch ziemlich gut zu funktionieren. Ein lukratives Business, für das das Weinen des Kindes auch gern mal fürs Thumbnail ausgenutzt wird. Come here, come closer for the video, come closer. Come closer! Come closer! Put your head right here. Come closer. Come closer, down. Put your head down here. Act like you're crying, really quick. I am crying. Go like this. No, Mom, I'm actually seriously crying. No, I know, but go like this for the video. No, go like this. Put your hand like this. But let them see your mouth. Let them see your mouth. No, Mom, I'm actually crying. I know, look at me, look at me. Look at the camera, look at the camera. Die Kinder werden Teil des Businessmodells und kriegen dann auch teilweise ihre eigenen YouTube- und Instagram-Kanäle. Und das erinnert mich irgendwie krass an so ein TikTok-Hype-Haus oder an das Team 10-Haus, was vielleicht nach außen nach Friede, Freude, Eierkuchen aussieht, aber eigentlich in Wahrheit eine reine Content-Fabrik ist, bei der man abliefern muss, um erfolgreich zu sein. Denn am Ende arbeiten diese Kinder. Ja, also da ist das größte Problem für mich persönlich, dass eben mit den Kindern Geld verdient wird und also auch nicht zu knapp, aber das ist ja erstmal egal. Für den Fakt, dass es Kinderarbeit ist, teilweise. Die Kinder müssen vor der Kamera funktionieren. Es gibt teilweise sogar feste Drehtage. Nun, es gibt ja auch schon seit Ewigkeiten Kinderschauspieler, aber sie spielen eine fiktive Rolle. Das sind nicht sie selbst, das ist nicht ihr eigenes Leben, was da auf Kamera für ein Millionenpublikum festgehalten wird. Ihr seht, hinter den perfekt inszenierten Posts verbirgt sich eine Welt voller Opfer und Kompromisse. Während sie immer mehr Privatsphäre und persönliche Beziehungen preisgeben, droht ihre eigene Identität im Meer von Likes und Followern verloren zu gehen. Und durch fehlende Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit kann es zu einem gefährlichen Spiel der eigenen mentalen Gesundheit werden. Wärt ihr bereit dazu, diesen Preis zu bezahlen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und danke nochmal an Skillshare für die Unterstützung dieses Videos. Vergesst nicht, den Link in meiner Beschreibung abzuchecken und lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat.